Einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Herzlich willkommen zur Leinberger Nachspielzeit. Nach der Begegnung 1. FC Kaiserslautern gegen den FC St. Pauli. Begrüßen Sie aus dem Kader Florian Dick an meiner Seite. Als Leinberger-Experte in dieser Runde heute Martin Wagner. Herzlich willkommen bei uns. Und zu meiner Linken der Initiator, der Mitinitiator der Leinberger Nachspielzeit, Harald Leinberger. Herzlich willkommen, er als Gast aus der Club Lounge 100. Ja, Florian, gucken wir ganz kurz nochmal auf das Spiel. Ich will es auch gar nicht überstrapazieren. Das war doch eigentlich ein Stück Schnuppertaktik in Richtung Hoffenheim, damit die nicht so viel sehen. Oder wie muss ich das einordnen? Ja, so kann man es beschreiben, ein bisschen verschönt. Ich glaube, wir sollten die erste Halbzeit vergessen und die zweite mit nach Hoffenheim nehmen. Jetzt haben wir natürlich vor allen Dingen dieses Relegationsduell gegen Hoffenheim vor den Augen. Wie fühlt ihr euch und was rechnet ihr euch aus? Ja, ich habe vor dem Wochenende schon gesagt, dass egal wer kommt, mir die Qualität habe, um da zu bestehen. Das ist auch in Hoffenheim so und mit dem Gefühl fahren wir hin. Hast du gestern die Bundesliga-Spiele verfolgt? Das war ja ein dramatisches Finale. Ja, klar. Ich glaube, jeder von uns hat es gesehen. War aufregend, auch spannend zuzuschauen. Und ja, wie gesagt, mal schauen, was am Donnerstag passiert. Martin, kurz nochmal auf die Moderation vor dem Spiel zurückzukommen. Wir haben eine wunderschöne Replik der Meisterschale gesehen. Was für ein Gefühl war das, vor der Westkurve nochmal so eine Schale in der Hand zu halten? Ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du da unten an dem Blatt stehst mit den Zuschauern im Rücken und man weiß aus der Geschichte, wie viele Spiele wir gedreht haben, auch in den letzten paar Minuten. Es ist einfach als Ex-Spieler ein wunderschönes Gefühl, da unten zu stehen und einfach ein Gefühl der Sicherheit zu haben. Und ich fühle mich hierher, wenn ich komme, als wenn ich ein Stück Familie hier gelassen habe. Aber ich komme immer wieder gerne hierher. Martin, du weißt, wie man aufsteigt, du weißt, wie man Meister wird. Was muss der FCK in die Waagschale werfen, um wieder zurück in die erste Liga zu kommen? Ich habe auch erfahren, wie man absteigt. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich glaube, am Donnerstag ist ganz, ganz wichtig, das Spiel heute, wie der Florian auch gesagt hat, soll man einfach vergessen, aus dem Gedächtnis streichen. Man erwartet am Donnerstag einen sehr, sehr starken Gegner, der sich in letzter Minute noch qualifiziert hat für die Relegationsspiele. Aber ich bin mir sicher, wenn der FCK die Mannschaft alles abruft, was in ihnen steckt, dass sie eine sehr gute Chance haben. Und ich drücke da ganz fest die Daumen, wie viele hier, die heute noch hier sind und alle Pfälzer auch. Und ich glaube fest daran, dass der FCK das schafft. Danke, Martin, für diese Einschätzung. Harald, du unterstützt den Verein mit deiner Initiative hier auch in der Club Lounge 100. Was ist der Hintergrund? Warum schlägt dein Herz so sehr für den FCK? Ja, das schlägt jetzt schon sehr, sehr viele Jahre. Deswegen bin ich ganz stolz, dass Martin Wagner hier ist und auch Flori Dick, weil das sind die zwei Leute, die hier Kampfgeist vorleben. Und wenn ich mich erinnere, ich habe es gerade Martin gesagt, als wir den Abstieg hatten, wo er dann gesagt hat, wir haben die Scheiße verbockt, wir bleiben dabei, wir steigen wieder auf. Das war eine super Einstellung und das ist ein Vorbild für alle jungen Leute. Und wir wollen die jungen Leute hier im Verein unterstützen und deswegen engagieren wir uns hier. Deine Einschätzung, Harald, für die Relegationsspiele, die jetzt vor uns liegen? Ja, es ist ja viel schöner, Hoffenheim rauszuschmeißen als Düsseldorf, das muss man sagen. Auch wenn es... Auch wenn es vielleicht der vermeintlich leichtere Gegner gewesen wäre mit Düsseldorf, bin ich 100% überzeugt, dass wir es reißen. Wir müssen dort ein Tor schießen, alles weitere ist egal. Viel reinlassen tun wir eh nicht. Und hier reißen wir es mit der Fangruppe im Rücken und der Westkurve. Wird alles gut. Schlagen wir nochmal einen kleinen Kreis, einen kleinen Bogen zurück auf das, was heute passiert ist. Wir haben nämlich heute auch zwei Spieler verabschiedet. Auf der linken Abwehrseite Alex Bugera und in der Innenverteidigung Matze Abel. Zwei Spieler, mit denen du ja auch eng auf dem Platz immer zusammengearbeitet hast. Vielleicht gleich nochmal einen Rückblick. Wie war die gemeinsame Zeit mit den beiden? Ja, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb vom Platz. Sind es gute Freunde von mir geworden. Und deshalb war es nochmal eine Ehre für mich, mit denen zwei zusammen auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, sie haben eine große Karriere hinter sich. Wer weiß, vielleicht geht es irgendwann nochmal weiter für beide.
Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen und ich werde auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und wie gesagt, sind nur auf dem Platz gute Freunde, sondern auch außerhalb. Und damit sind wir am Ende der ersten Halbzeit der Leinberger Nachspielzeit. In ein paar Augenblicken sind wir wieder zurück. Wenn ich mir überlege, wie viele Diäten ich gemacht habe, die mir nicht geschmeckt haben. Das stimmt. Aber diesmal ist es anders. Diesmal schmeckt es sogar. Lecker. Für alle, die schon heute Geschmack an ihrer Diät finden wollen, gibt es Leinberger Fit und Feelgood. Schmeckt. Wirkt trotzdem. Das Zeug ist echt der Hammer. Leinberger Fit und Feelgood. Schmeckt. Wirkt trotzdem. Und damit sind wir zurück bei der Leinberger Nachspielzeit. Florian Dick, wir haben jetzt erstmal das Auswärtsspiel in Hoffenheim vor der Brust und dann geht es zu Hause hier auf dem Betzenberg ins Rückspiel. Ist das ein Vorteil für euch, erstmal auswärts spielen zu können? Ja, es kann ein Vorteil sein. Wie der Kollege schon gesagt hat, wir wollen auswärts ein Tor machen und daheim ist alles möglich. Deshalb, ich freue mich, dass wir das zweite Spiel daheim haben. Jetzt definiert man ja immer Tradition gegen, ich sag mal, auf dem Reißbrett entstandene Mannschaft, Konserve, Anführungszeichen. Wie wichtig sind vor diesem Hintergrund auch die Fans? Ja, sehr wichtig. Ich glaube, es wird gar kein richtiges Auswärtsspiel. Da werden wieder ein Haufen mitkommen und uns unterstützen. Deswegen haben wir vielleicht sogar zwei Heimspiele und deshalb, ich freue mich auf beides Spiel. Martin, wir haben ja heute schon gehört, dass diese Leinberger Nachspielzeit vor allen Dingen dafür eingerichtet wurde, um den Nachwuchs zu unterstützen. Wie wichtig ist es denn, aus dem eigenen Verein Nachwuchs zu kreieren, um auch langfristig in der Bundesliga bestehen zu können als erster FC Kaiserslautern? Ja, ich würde sagen, sehr wichtig, weil erstens mal investiert man ja auch viel Geld in die Jugend und dann sollte man auch schleunigst schauen, dass man eigene Talente fördert, bevor man letztendlich einmal mittelprächtige, mitunter auch ausländische Spieler hierher holt. Und ich glaube, der FCK macht da gute Arbeit. Sie haben jetzt auch einen guten Fortschritt gemacht, was den Fröner Hof betrifft. Das ist klasse, da kann man dem Stefan Kunz und seinem Team ein großes Lob aussprechen. Und ich hoffe, es geht so weiter. Wir sehen in Zukunft den einen oder anderen, der die FCK-Schule durchlaufen hat. Du hast vorhin im Vorgespräch so ein bisschen durchklingen lassen, dass dir ein bisschen die Typen fehlen. Ist das vielleicht auch ein Weg, aus dem eigenen Verein diese Typen heraufzuziehen? Ja klar, aber du kannst eher keine Typen backen. Ich meine, meine Art, Fußball zu spielen, der Andreas Buck sitzt ja auch hier, der hört jetzt auch ganz genau zu. Die gibt es halt seltener, denke ich mal. Aber für eine Mannschaft letztendlich, sag mal, wie ein FCK, war ich damals, glaube ich, prädestiniert, hier Fußball zu spielen. Aber wenn alle so gewesen wären wie ich, dann gute Nacht. Martin und Florian, ihr seid ja so vom Typ her auf dem Platz auch ähnlich gestrickt. Ihr gebt immer alles, ihr holt wirklich das Allerletzte aus euren Lungen raus. Wie wichtig ist es auf diesem Weg, auch die Jungen mitzunehmen? Sehr wichtig. Ich glaube, diese Saison hat man gesehen, wir haben viele eingebaut, die ihre Leistung gebracht haben. Klar, dass da Schwankungen drin sind, aber die gehören dazu auf dem Weg. Und ich finde es gut, dass so viele den Schritt nach oben gemacht haben, beziehungsweise geschafft haben. Harald, du unterstützt mit dem Herrn Kappler von Ophthalmo Pro den Nachwuchs beim FCK. Wenn du die aktuelle Situation betrachtest, was wünschst du dir dann für die Zukunft vom Verein? Viele junge, engagierte Spieler, die aus dem eigenen Kader kommen, die die Leidenschaft haben, die den Verein leben, nicht nur irgendwo als, ich sage jetzt mal, Söldner. Wir mussten natürlich immer schauen, dass man mit jungen Spielern, ich nehme mal Miro Klose, der stand in der Westkurve, dann stand er auf dem Platz und das hat man auch gesehen. Das ist Leidenschaft, das ist FCK und das wollen wir hier sehen. Gut, und auf diesem Weg gibt es ja auch eure Initiative Leinberger Nachspielzeit. Unter anderem gibt es immer das Spiel zum Spiel zu ersteigern. Das hast du heute gemacht für 650 Euro. Vielen Dank dafür. Erklär mal ganz kurz den Hintergrund. Wie kommt es zu diesem Tippkick und der Leinberger Nachspielzeit? So, ich habe versprochen, ich nehme dir das Mikrofon jetzt mal ab und er gibt es normal nie aus der Hand. Ich habe das Spiel hier ersteigert, natürlich um auch nochmal einen Obolus in den Gesamtbereich reinzubringen, aber ich habe es für dich ersteigert. Du hast das toll gemacht, 17 Spiele hier ganz fantastisch moderiert und das ist dein Dankeschön von uns, von Thomas Kappler, von mir
und für die tolle Nachspielzeit, die du moderiert hast. Ich möchte auch noch bei allen anderen hier dem RPR-Team, wunderbare Bilder gemacht, prima in Szene gesetzt, mich bedanken. Auch an die Leute, die hinter der Wand stehen und vor allen Dingen natürlich an Thomas Kappler, meinen Partner, der hier wirklich viel mit eingebracht hat und die Torprämie zu dieser schönen Nachspielzeit auch ausgesetzt hat. Dafür nochmal vielen Dank. Vielen Dank, Harald. Das Spiel, das bekommt natürlich einen Sonderplatz im RP1-Studio in Kaiserslautern. Vielen Dank dafür. Aber die Freistoßprämie, du hast es eben angesprochen, ist noch auszuspielen und das machen wir jetzt. Es gilt wieder mit 3 Schuss möglichst häufig das Tor zu treffen von den Freistoßpunkten aus. Ich würde vorschlagen, der Profi fängt an. Florian Dick, deine ersten Versuche. Und für jeden Treffer gibt es von Oftalmo Pro 100 Euro on top für das Nachwuchsleistungszentrum. Der Torhüter entscheidet sich frühzeitig für eine Ecke. Und Florian, du weißt, wie das funktioniert auf dem Platz. 100 Euro sind drin. Erster Schuss und der erste Treffer von Florian Dick. Und wie sieht's aus? Zweiter Versuch. Wieder steigt der Torhüter früh ein in die linke Ecke. Und da sind wir bei 200 Euro von Oftalmo Pro noch in die Kasse. Und Florian meint, wenn es auf dem Platz auch so klappen würde, dann wäre er wahrscheinlich noch vor Idrissou. So, wie sieht's aus? Dritter Versuch. Florian Dick. Und das ist der gnadenlose Hattrick. Herzlichen Glückwunsch. So, Martin, du hast vorhin auch schon ein bisschen geübt. Gewöhnen ans Gerät. Und der Torhüter ist, glaube ich, bestochen, aber das ist auch gut so, denn es geht ja um den Nachwuchs und der Verein kann ohne Nachwuchs nicht bestehen. Und dann sind wir bei 400 Euro von Oftalmo Pro nochmal oben drauf in die Nachwuchskasse. Martin, zweiter Versuch und er sagt gerade, gegen Hoffenheim ein Tor zu schießen ist noch einfacher. Wir sind bei 500 Euro inzwischen und Martin trifft auch im dritten Mal. Ja. Die beiden können es halt. So, Harald, jetzt will ich aber auch deine Leistung hier sehen. Bitte versuch dein Glück. Ich nehme dir jetzt das Mikrofon nochmal ab. Ich kann mich jetzt nur noch blamieren. Du bist Profi. Wir wollen 900 Euro. Die Verantwortung liegt jetzt bei dir. Mach es. Komm, zeige uns. Oh. Ich glaube, ich habe den drin gesehen. Aber der saß, jawohl. 800. Das ist ein Finale. 900 Euro für unseren Nachwuchs. Danke, Holger. Danke, Harald und danke auch, Thomas. 900 Euro nochmal on top und wir blicken auf den Gesamtspendenstand dieser Saison. Ich bin gespannt, bei welchem Betrag wir sind. Und natürlich werden wir dann nachher auch diesen Betrag überreichen. Wir sind bei aktuell 13.000 Euro. Vielen herzlichen Dank bei allen, die mitgemacht haben. Gleich gibt es hier die Verlängerung der Leinberger Nachspielzeit. Dann unter anderem mit Konrad Fünfstück und dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Kunz. Bis gleich. Wie versprochen gehen wir in die Verlängerung heute der Leinberger Nachspielzeit. Es geht um die Scheckübergabe. Alle Spenden, die zusammengekommen sind, werden übergeben heute an Konrad Fünfstück, den Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, sowie natürlich auch an den Vorstandsvorsitzenden Stefan Kunz. Und bei mir sind nochmal die Initiatoren dieser Geschichte der Leinberger Nachspielzeit. Das sind Thomas Kappler von Oftalmo Pro und Harald Leinberger von der Firma Leinberger. Thomas, vielleicht mal ganz kurz noch was zum Hintergrund. Welche Idee hattet ihr und was wollt ihr damit erreichen? Ja, es ist ganz einfach so, dass jeder von uns irgendwo in irgendeiner Weise den FCK vor der Saison unterstützen wollte und durch die tolle Idee, die wir beide hatten, eigentlich, ich sag mal, mit Interviews nach dem Spiel irgendwas zu initiieren, ist es uns dann gelungen, dieses Spiel ins Leben zu rufen. Das heißt, der Harald Leinberger hatte die Idee mit der Nachspielzeit und diesem Kickerspiel halt eben, wo dann halt eben Beträge zusammenkommen. Und den Betrag wollten wir ganz einfach dem Nachwuchsleistungszentrum im Nachhinein, also der Jugend, zukommen lassen. Ja, und einem, der das zugutekommt, ist Marcel Oehler. Er ist aktuell in der U19 aktiv. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Finales des DFB-Junioren-Vereinspokals.
mal ebenso Gladbach rausgekickt. Marcel, vielleicht beschreibst du mal, wie sind so die Bedingungen für euch hier beim FCK in der Jugend? Ja, also wir haben richtig gute Trainingsbedingungen, haben viele Plätze, 4, 5 Rasenplätze, ein Kunstrasen und einen Hockeyplatz, der nicht so oft von uns benutzt wird, eher für die Hockeyspiele, aber sonst, ja. Haben Fritzplätze für Passspiel, alles in Ordnung. Ja, und einer, der auch für die Rahmenbedingungen sorgt, ist der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Konrad Fünfstück. Herr Fünfstück, vielleicht mal kurz was zur Vision und natürlich auch zur Einschätzung. Wie wichtig ist die Unterstützung von so einer Initiative, wie wir sie hier haben, und wie wird das Geld auch eingesetzt? Ja, also zuerst mal vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Ich denke, es wurde sehr viel Richtiges angesprochen. Unser Ziel ist es einfach, durch eine optimale, gute Ausbildung junge Talente in die Lizenzmannschaft hinüberzuführen. Wir haben viele Möglichkeiten, das Geld zu investieren. Den Betrag, den wir heute überreicht bekommen, werden wir in die Infrastruktur setzen. Es ist eine Auflage des DFB und der Deutschen Fußballliga, dass jedes Nachwuchsleistungszentrum eine Sauna und ein Entmüdungsbecken hat. Und einen Teil des Geldes werden wir hierfür verwenden. Vielen Dank, Herr Fünfstück. Und Stefan Kunz, der ist gut drauf. Ich habe es daran gemerkt, dass er mir eben in die Schulter gebissen hat. Das ist auch okay, Stefan. Ich denke, wir sollten auch schon nochmal auf Hoffenheim gucken, auf die Relegation. Wie fühlst du dich? Wie optimistisch bist du, dass wir das packen? Zunächst mal fangen wir mal hier mit den Hauptdarstellern an. Das ist der Herr Leyendecker und der Thomas Kappler. Ich muss sagen, wenn wir als Vorstand immer sagen, wir möchten gerne Leute haben, die ein bisschen mit uns zusammenarbeiten, die eigene Ideen einbringen, dann sind die beiden natürlich vorbildlich für alle anderen. Sie haben jetzt hier sehr viel Leben in den Club 100 reingebracht, haben eigene Ideen umgesetzt und zum Schluss, unterm Strich, ist es auch noch für das Nachwuchsleistungszentrum eine ganz, ganz tolle Einnahme. Konrad hat es gesagt, wir werden relativ schnell das Geld umwandeln in einen Schnittplatz für Videoanalysen, was gebraucht wird in der Zertifizierung. Und seit 2 Jahren haben wir die Auflage, Sauna und Entmüdungsbecken einzurichten. Auch dafür werden wir diese Summe nutzen. Und ich kann nur sagen, in allen anderen Bereichen, wenn wir so ein Engagement hätten wie beim Herrn Kappler und Herrn Leyendecker, dann wäre es Weltklasse. Also nochmal vielen, vielen Dank an die beiden Herren. Gut. Du hast es ja nett umschrieben eben, Tradition gegen Geld. Ich meine, wir können jetzt im Vorfeld die Spannungen oder die Emotionen, die bei einem Spiel gegen Hoffenheim drin sind oder bei den beiden Spielen drin sind, können wir jetzt nicht wegreden. Ich kann nur hoffen, dass letztendlich die Unterstützung sich auf unsere Mannschaft konzentriert, weil das ist das, was hilft. Und moralisch wird Hoffenheim natürlich eine breite Brust haben, weil keiner mehr mit ihnen in der Relegation gerechnet hat. Aber wir zum Teil schon, und von daher gesehen liegt es an uns, ob wir in den 2 Spielen uns durchsetzen. Dafür und natürlich auch für die Weiterentwicklung des Nachwuchsleistungszentrums alles, alles Gute. Und Thomas, ihr habt euch noch was überlegt. Wir haben vorhin 13.000 Euro gesehen, aber das ist noch nicht alles. Ja, ich dachte eigentlich, es käme ein bisschen weniger zusammen heute, aber heute sind ja 900 Euro da eingegangen. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, naja, hätte ich es mir noch mal überlegt. Aber nichtsdestotrotz, wir erhöhen diesen Betrag. Der Herr Leyendecker und ich erhöhen diesen Betrag mit unseren Firmen um 1.000 Euro auf 14.000 Euro. Das ist ein Wort, und ihr habt auch einen Scheck mitgebracht, den ihr jetzt offiziell übergeben dürft an Konrad Fünfstück, an Marcel Oehler und an Stefan Kunz. Vielen herzlichen Dank, Thomas Kappler, Harald Leyendecker, für euer Engagement. Es ist auf jeden Fall gut investiertes Geld. Und wir hoffen auf eine glorreiche Zukunft, unterstützt von möglichst vielen, vielen Spielern aus der eigenen Jugend. Damit bleibt mir zum Abschied noch Danke zu sagen für dieses tolle Format, für eine wirklich sehr, sehr spannende Saison. Und jetzt auf der Zielgeraden, wenn wir nicht nachlassen, wir packen es in der Relegation gegen Hoffenheim. Und dafür bedanken wir uns jetzt schon für die Unterstützung bei den Fans. Alles, alles Gute, schönes Pfingstwochenende und packen wir's. Ha 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 ha!